Wir müssen den Tag optimal nutzen, meine Damen. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir sollten unbedingt diesen Dolch mal abgeben. Und dann zu diesem komischen Baum reisen. Aber ob es diesen Dolch wirklich braucht, wer weiß das schon. Jedenfalls war die Ausbeute nicht so groß, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich spüre, dass dieser Baum uns so einiges liefern kann. Bewaffneter? Ich glaube nicht, dass der zu den Banditen gehört. Sonst hätte der uns schon längstens angegriffen. Sieht nicht so aus. Die Wachen patrouillieren jedenfalls schon wieder. Hat sich wohl in unserer Abwesenheit nicht viel getan. Hoffe ich zumindest mal. Keine Lust, hier noch andere Sachen aufzuräumen. Wollen wir mal sehen, was Danica noch so Schönes zu erzählen hat. Ich vermute, sie hat uns nicht alles gesagt. Diese Hexen waren ja eins, aber das Zusätzliche noch an diesem Baum, ein komischer Dolch benötigt wird, lässt mich vermuten, dass da uralte Magie im Spiel ist. Aber lassen wir uns überraschen. Sieht wirklich nichts aus, was in unserer Abwesenheit geschehen ist. Auch wenn die Vampire immer zahlreicher werden. Euer Bruder, meine Göttin, ist umtriebig. Hätte nicht gedacht, dass er genug Narren findet, die sich freiwillig zum Vampir machen lassen. Über die korrumpierte Macht von Molag Bal können sich nur die wenigsten entziehen. Es braucht einen starken Geist. Und Grips. Ganz viel Grips, um sich dem zu entledigen. Sollten sich mal ein Beispiel an mir nehmen. Ich habe das wahre Licht gefunden. Nämlich euer Licht, Mephala. Wir sind rein in die gute Stube. Ja, man hat auch endlich mal aufgeräumt hier. Das ist immer sehr schön. Suchen wir Danica doch mal. Die Dame kann wohl nicht allzu weit weg sein. Oder sie ist immer noch beschäftigt, die ganzen Verletzten zu pflegen. Dann finden wir sie sicher hier. Alle da? Sehr schön. Da ist sie ja. Danica? Auf ein Wort. Habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Natürlich, natürlich. Wer Mann, der immer Sachen bringt, die man brauchen kann. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Nun, ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles Weitere kümmern? Danke. Okay, zuerst schickt ihr mich zu einem Hexenraben und schickt mich in meinen Tod. Ihr habt wohl vergessen, wer mich auf meiner Reise begleitet. Ich bin ein Diener Mephalas. So ein kleiner Hexenrabe kann mir nichts anhaben, doch. Was ist mit diesem Dolch und was muss getan werden? Ahnenschimmers heiliger Hain befindet sich östlich von hier. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Ah, okay. Gut, dann machen wir das. Los geht's. Alle da? Sehr schön. Mal auf die Karte schauen. Wo ist denn dieser Hain? Ahnenschimmer.
Wird wohl das Beste sein, die Straße zu nehmen. Alles nach hier unten zu marschieren. Gut. Machen wir das. Ich fühle mich gut gerüstet. Auch wenn wir sicher noch ein paar netten Herren vorbeikommen, werden wir sie freundlich darum bitten, uns ihre Sachen zu geben. Ich hoffe jedenfalls, dass wir gut vorankommen. Letztes Mal sind wir ziemlich schnell vorangekommen. Ich könnte zwar auch hier durchgehen. Naja, früher oder später muss ich sowieso auf die Straße. Anders komme ich hier gar nicht hin. Ja. Okay. Die Straße wird es sein. Bringt mir sonst nicht viel. Und mein Informant erzählte mir auch, meine Göttin, dass die Falmer unterwegs sind. Nein, nicht die blinden, komischen Elfen, die sich da in den Höhlen verstecken. Falmer, ihr wisst schon. Kaschid-artige große Raubkatzen arbeiten für Banditen. Sollte aufpassen. Natürlich, meine Göttin, natürlich weiß ich, dass ihr schon gegen die gekämpft habt, als ich sie noch nie gesehen habe. Aber für mich ist das etwas Neues. Ich hoffe nicht, dass ich einem begegne. Ich glaube nicht, dass ich mit meiner jetzigen Ausrüstung viel gegen ihn ausrichten kann. Sollen sehr starke Söldner sein. Aber zum Glück habe ich ja noch meine beiden Damen hier dabei. Können zur Not auch ziemlich hart zuschlagen, wenn es sein muss. Danach muss ich unbedingt mehr über diese Drachenstimme herausfinden. Oder Drachenblut, wie sie es genannt haben. Ich muss diese Macht erlernen, um euch noch besser dienen zu können, meine Göttin. Ich hoffe auch bald wieder direkt mit euch kommunizieren zu können. Natürlich nur, wenn ihr neben euren wichtigen Aufgaben, die ihr zu erledigen habt, kurz die Zeit findet, mir zu reden. Karte konsolidieren. Okay. Hier rüber gehen sollen. Dann nehmen wir kurz die Beine in die Hand. Also kommen wir an einen anderen Ort. Aber ich mag dieses Feld dort nicht. Ich habe Geschichten darüber gehört. Eine heiße Quelle soll das sein. Bei heißen Quellen lassen sich doch immer gerne Drachen nieder. Solange ich diese Stimme noch nicht richtig erlernt und studiert habe. Feindlich? Oh, verdammt! Das hätte ich doch gedacht! Waren das auch keine Freunde? Waren das wohl Nachzügler? Dachte ich mir schon. Eisenstreitkolben der Wucht. Gold. Banditen werden auch immer aufdringlicher. Tickes Schwert. Rüstung dürfen sie behalten. Dolch nehmen wir mit. Ich glaube, die Herren wollten nach hier oben. Gut. Das kam jetzt etwas überraschend.
Banditenpatrouille. Was kann man denn heutzutage noch sonst auf der Straße begegnen? Sie werden sich schon richtig wanderfreudig, dieses Pack. Aber das soll uns helfen. Je mehr sie wandern, umso mehr Geld finden sie, das wir dann einfach nehmen und für unseren guten Zweck einsetzen. Besuchen dann Freuden, natürlich Gasthäuser und Rüstungshäuser, um uns dort richtig auszurüsten. Natürlich, natürlich. Alles andere wäre Blasphemie. Jetzt lassen wir alles hinter uns, was wir bis jetzt gekannt haben. Nach irgendwo hingehen, zu einer Höhle. Okay. Wow! Da kommt die Katze her! Ganz ruhig, Noland. Ganz ruhig. Das war nur ein Kätzchen. Ein großes, großes Kätzchen. Kurz heilen. Es war nur ein Kätzchen, das sich verirrt hat. Okay. Alles ist gut. Alles ist gut. Ja, das passiert, wenn man zu stark abgelenkt wird durch die Architektur. Hab ich hier einen Drachen gehört? Wo ist ein Wolf? Du darfst da oben bleiben, solange du mich nicht angreifst. Oh, diese Struktur. Sieht mir nach einem Art Wegschrein aus, oder? Von früher mal Zoll verlangt hat. Und bei dem Zustand glaube ich nicht, dass wir hier auf Wachen treffen, sondern eher auf Banditen. Hier war es schon bis an die Zähne bewaffnet, da oben, sehe ich. Okay. Ein Herausforderer. Ich habe keine Zeit, mich hier mit denen. Müssen die möglichst schnell von ihrem Turm runterholen. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Das Fahrzeug denkt ihr. Komm, schlagt nur zu. Nichts da. Wollen wir mal anklopfen hier. Ich komme als nächstes. Okay, ihr geht da. Ich nehme den da oben auf den Turm. Kann doch nicht sein, dass der uns hier mit Pfeilen bewirft. Da hat man den schon runtergefischt. Sieht ganz danach aus. Lass mich helfen. Ah, hier drüben sind sie noch. Lass mich helfen. Der sieht stark aus. Kommt her! Ja, das denkt ihr. Das war der Anführer. Einer orkischen Kampfaxt. Wollen wir hier noch alles plündern? Zu plündern geht. Ja, der Aurorian ist schon ein starkes Wesen. Knoblauch. Kann man immer gebrauchen. Was wollen denn Banditen mit einer Trommel? Hier noch kurz reinschauen. Ah, das ging ja perfekt. Sehr schön. Hier oben war noch ein Bogenschütze. Ah, hier ist die. I can assure you, nothing could be further from the truth. Wie recht ihr doch habt, Helm. Noch die Truhe.
Schutzgeist beschwören. Das kann er behalten. Hier oben war doch noch einer. Hat nur den Bogen hier liegen lassen. Ah, Nerida, ihr seid auch da. Sehr schön. Ich glaube, sonst gibt es hier drüben noch einen. Guter Schuss, Nerida. Eisenpfeile nehmen wir mal mit. Können wir dann als Rückversicherung Nerida geben. Aber hier gibt es sicher noch mehr zu holen. Das war der Anführer. Das war der einfache Krieger. Da hinten liegt noch jemand. Wir scheinen aber bekannt zu sein. Man hatte sofort den die Waffen auf uns gerichtet, ohne nachzudenken. Überall Tränke, das ist ja perfekt. Aber sonst aber gab es hier keine Truhe mehr. Lass mich mal durch, meine Damen. Hopp. Müsste ich wieder nach unten finden. Das müsste hier draußen gewesen sein, genau. Hier geht's ja runter. Ah, das war noch der Bogenschütze. Alpfein und Wein natürlich, als Mann von Kultur. Okay. Ist eine Falle, die mich aber nicht treffen wird, weil ich schnell genug bin. Pah. Narren. Haben wir diesen Kampf auch gut gemeistert? Genau, sie war es ja noch, die uns als erstes angegriffen hat. Mal es verkaufen. Den Rest darf sie behalten. Und uns weiter zu diesem Baum bewegen. Dennoch werde ich den Gedanken nicht los, meine Göttin, dass mir Danica nicht alles verraten hat über diesen Baum. Und ich glaube nicht, dass dieses, ich nenne es mal Wesen, nicht so erfreut sein wird, dass ich an seinem Stamm rumoperiere. Es könnte gut sein, dass wir es mit Zweiglingen zu tun bekommen. Die schützen schon seit Jahrtausenden die Natur. Und Druiden beschwören sie auch gerne. Obwohl diese druidische Art zu leben praktisch ausgestorben ist. Viel ich weiß, gibt es nur noch wenige, die wirklich in den Wäldern leben und die Natur Heilkräfte kennen. Bisschen die Augen offen halten, sie wollen ja nicht gleich wieder überrascht werden. Da hinten wäre. Sagte er und wird von einem Bär angegriffen. Komm her, du hässliches Vieh. Da. So, Hölle. Ja. Sagte er und wurde von einem Bär überrascht. Er lag die Karte. Gut, hier vorbei und dann sind wir hier drüben und dann sind wir auf diesem offenen Feld. Wie gesagt. Ich hoffe nicht, meine Damen, dass wir auf einen Drachen treffen. Sollten wir aber auf einen treffen, müssen wir bereit sein. Das scheint mir nach seinem Nordgrab. Sieht mir nach einem Bandit aus. Kein Risiko eingehen. Na? Kommt her. Doch nicht. Okay. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wieder, ihr könnt eure Einkaufsliste später zu Ende führen. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, die unsere vollste Konzentration benötigt.
Aber vorerst scheint es etwas ruhiger zu werden hier. Man darf sich nie zu sicher sein. Auf diesem offenen Feld. Ja, hier rüber. Und dann können wir so übers Wasser. Und dann sind wir dann da. Langsam geht auch bald die Sonne unter. Auch nicht zu unserem Vorteil ist. Weil die Nacht bringt neue Kreaturen ans Tageslicht. Oder ans Abendlicht, besser gesagt. Hier werden sicher auch Banditen hausen, aber ich habe keine Zeit für sie. Nicht jetzt. Ja, hier beginnt es. Okay. Durchs Wasser. Greif mich denn hier an? Ein Magier? Okay. Keine Zeit für dieses Pack. Was denn? Magierrobe? Warum greift er oder sie uns an? Hell! Nerida? Ihr trainiert wohl. Gut. Das Wasser heißt es also. Was? Komm. Strömung war wohl etwas zu stark. Viecherranke. Ja. Ich rieche den Tod hier. Aber keinen Drachen. Riesen. Vorsichtig, meine Damen. Müssen vorsichtig sein. Hier riecht es nach Tod. Tod und Verderben. Ein falscher Schritt. Und wir gehören hier zur Nahrungskette dazu. Augen immer offen halten. Riesiger Mammutfriedhof. Deswegen zieht es die Riesen hier immer wieder hin. Oh. Ist ein Lager. Könnte es sein? Ich habe von diesen Kreaturen gehört. Nagabandi. Verwandt mit den Argonia. Aber um einiges tödlicher. Besser einen großen Bogen um sie machen. Bin noch nicht stark genug, um mich mit diesen Wesen anzulegen. Hier der Eingang? Habt ihr recht, Nerida? Hier mal reingehen. Bisschen Licht. Sehr schön. Immer die Waffen auf Anschlag halten, meine Damen. Man weiß nie, was sich hier alles noch eingenistet hat. Sollte das wirklich so ein mystischer Ort sein? Paime Fala. I'm impressed. Welch eine Schönheit.
sowas wirklich von der Natur geschaffen? Unglaublich. Hallo, seid ihr auch hier, um die Sehenswürdigkeiten dieses herrlichen Heiligtums zu bewundern, so wie ich? Wahrhaft bemerkenswert, nicht? Da habt ihr recht. Unfassbar. Dennoch bin ich mir nicht sicher, ob dieser Baum das so toll findet, wenn ich an ihm rumoperiere. Lasst uns mit allem rächen, meine Damen. Wo alte Wurzeln, die uns daran hindern. Für das haben wir ja... Wo ist der denn? Unser Dolch, den wir gefunden haben. Nesselfluch. Okay. Scheint zu helfen. Doch glaube ich nicht, dass das der Baum so lustig findet. Könnte mir vorstellen, dass wir gleich Besuch bekommen. Deswegen, meine Damen, ich beschwöre noch einen Drauger. Mach dich bereit, mein knochiger Freund. Verdammtes Drecksvieh. Habe ich mir doch gedacht. Ein Zweigling. Gut. Wir haben das Harz. Zurück geht's. Um Gottes Willen. Okay. Blöde. Putz. Ah. Da habt ihr wohl recht. Okay. Schickt der Baum sonst noch? Zweiglinge. Scheint nicht so zu sein. Doch, da hinten ist noch einer. Oh, verdammt. Naja, da kann auch mal mein Ritter der Ordnung aufräumen. Zeigen, was er drauf hat. Sind ja nicht sonderlich stark. Aber die Pfahlwurzeln sollten wir uns nicht entgehen lassen. Mit dem Zweigling. So. Oh. Das ist wohl so. Das findet wohl der Baum nicht so lustig. Es hätte sicher auch einen anderen Weg gegeben, aber der einzige, der mir gerade eingefallen ist. Niemand hat mir eine Alternative genannt. Ja, der Baum wird wohl nicht daran sterben. Oder ist er gestorben? Nein. Heuchen tut er immer noch. So kann man das auch immer wieder besuchen hier. Außer die Zweiglinge. Kommen wir mal wieder zurück. Raus geht's. Interessiert doch das Lager da hinten. Sind das wirklich Naga-Banditen? Wenn sie es sind, müssen wir vorsichtig sein. Oh, verdammt.
läuft noch ein Bär. Könnt ihr was sehen, meine Damen? Niemanden entdecken. Ein Skelett. Der Drache. Den uns auch nicht gesehen zu haben. Oh. Oh. Ihr braucht etwas? Nein. Ihr braucht etwas? Ah. Okay, dann ist das hier wohl so eine Wohlfühloase. Ja. Wir sollten unser Glück nicht länger auf die Probe stellen. Die können sich hier vergnügen. Unser Glück wirklich nicht auf die Probe stellen und zurück nach Weißlauf gehen. Aber ich werde dafür, meine Damen, warten dafür, bis es morgen wird. Bei Tagesanbruch gehen wir zurück.